Hallo Leute, hallo meine Lieben, wir wollen heute wieder mal etwas kochen, etwas Gutes machen, ja? Und ich habe ja vor, heute also Maisgrütze oder Maisgrütz anders gesagt hier zubereiten, ja? Und zwar in der Pfanne hier, ja, mit Zwiebel, Brühe, Butter, Käse, Milch und so weiter. Ich zeige euch das gleich, ja? Aus der Nähe, ja? Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Und jetzt geben wir Gas, wie immer. So, meine Lieben, das sind die Sachen, die wir jetzt benötigen. Also hier von der Pfanne bis zur Brühe und Salz, Pfeffer und Sahne und Butter und Grütze, also Maisgrütze, Milch, Käse, ne? Und auch Zwiebel, ja. Also das ist ja ein ganz einfaches Gericht, ja. Also ihr werdet das gleich sehen, ja. So. So Leute, also ich fange jetzt an, hier die Pfanne an, also den Herd einzuschalten. Also das geht jetzt rucki zucki. Jetzt tue ich ja Butter auspacken, ja. So. Also das sind ja Sachen, ich sag's euch. Aber das macht Spaß, ja, sagen wir mal so, ja. Also alles, was Spaß macht, ist auch gesund. Meine Liebe, ich habe euch noch vergessen hier zu sagen, ich habe hier so Knoblauch fein geschnitten mit Peperoni und so im Öl angelegt. Und das hat meine Tochter gemacht, ja. Die hat mir das geschenkt. Und das kommt jetzt in das Gericht rein, ja. So Leute, es geht los. Butter rein, ja. So. Man muss beim Butter immer schön aufpassen, weil Butter verbrennt schnell, ja. Also jetzt die Temperatur, die muss ja kleiner gemacht werden, darf nicht zu hoch sein, sonst haben wir ja verbranntes Butter, ja, und das wollen wir ja gar nicht, ne? So, jetzt tue ich auch mal hier von dem Knobi geben, ja, so viel, das ist ziemlich viel. Aber das muss so sein, ja? Sagen wir mal so. So. Und jetzt, wo das schon geschmolzen ist, jetzt tun wir auch noch die Zwiebel rein, ja? So. Haben wir jetzt auch noch die Zwiebel drin, ja? Wunderbar. Sehr gut. Super, so Leute, jetzt tue ich schon mal die Brühe hier aufmachen, ja, so, und hier in die Tasse tue ich mal etwas rein, ja, nicht zu viel, so, das reicht, ja, dann kommt hier heißes Wasser noch drauf, also rein, so Leute, und dann haben wir die Brühe fertig. Diesen Maisgrütze oder Grütze, wie man so sagt. Und das tue ich schon mal hier in die Tasse rein, ja. So, dass ich weiß, wie viel ich da jetzt benötige. Kann ja sein, dass ich dann noch etwas mehr nehmen muss. Ja. So, wir lassen das jetzt erstmal so. Sehr gut. So, Leute, jetzt habe ich hier, also die Brühe, jetzt tue ich mal heißes Wasser rein. Ja. So. Schön, wunderbar, so muss das sein, ja. So Leute, so, jetzt tue ich mal hier, also die Brühe rein. Oh, das sieht gut aus, also wunderbar. Man hat ja die Reaktion gesehen, tun wir noch mal was rein. So, das reißt erstmal, ja. So, das lassen wir mal jetzt erst ein paar Minuten kochen, ja. So Leute, ich habe ja jetzt hier die Zwiebel, Knoblauch und Butter
alles zusammen, ja, am Kochen. Jetzt tue ich mal die Sahne rein, ja. Jetzt kommt Sahne rein, ja. Und das tue ich ja auch vermischen, schön, ja. Also das sieht schon richtig appetitlich aus, ja. So, jetzt muss das aufkochen und wir lassen das jetzt ein paar Minuten auf dem Herd, ne? So, Leute, kochen. Jetzt tun wir mal etwas salzen, das Ganze, ja. Ich habe hier so einen Salzstreuer, ja, da tue ich mal ein bisschen Salz, nicht zu viel, weil da ist ja auch noch die Brühe drin, bisschen Pfeffer, ja, Pfeffer gehört dazu, ja, reicht auch. So, und jetzt noch einmal hier das Ganze durchmischen, ja, also das sieht schon richtig gut aus, ja, könnte man sagen, ja, sehr gut. So, und das kocht ja auch schon. Super, super Sache. Und wie ich immer so sage, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. So, Leute. Sehr gut. Jetzt kommt hier eine interessante Sache. Also, was ich jetzt vorhabe, ist ja hier diesen Grieß reinzugeben, ja. So, also wir machen jetzt hier, oder geben wir jetzt hier diesen Grieß rein, und das muss, also Grieß, Maisgrieß, ne? Maisgrieße, sagt man ja. Und das muss man ständig rühren, ja, damit keine Klumpen entstehen, ja. Ja, das ist schon eine tolle Sache, sage ich euch. Ja. Aber ich habe ja hier noch Milch, ne? Sollte das jetzt zu dick sein oder so, dann tun wir mal auch noch Milch rein, ja? So, man kann schon sehen, dass hier schon was los ist. Jetzt tun wir mal auch noch Milch rein, so wie ich gesagt habe. So, Leute, jetzt tun wir mal Milch rein auch noch, ja? So, wunderbar, wunderbar, ich weiß nicht, ob das reicht, ich muss gucken, ja, wie dick das wird, ja, so, ist aber schon interessant, das Ganze, so, ich glaube, das reicht vielleicht, ja, vielleicht braucht man ja nicht mehr, ja, das muss jetzt so 10 Minuten bis Viertelstunde auf dem Herd bleiben. Ja, Moment. So, Leute, ich muss das so noch rühren. Wunderbar. Damit das nicht verbrennt. Ja, also immer umrühren. Schön. Also, wie gesagt, das muss jetzt ein bisschen kochen. Und dabei muss man ja sehr gut aufpassen. Ja, damit das nicht anbrennt. Ja. So, immer wieder rühren, ja. So, Leute, ich muss das hier immer wieder umrühren, ja. Ja, ist normal. Ja, da sind manchmal sind so Sachen, so Rezepten, wo man ein bisschen mehr Aufwand geben muss, ja. Aber so, das Ganze ist okay. Macht ja Spaß. Ja. So, Leute, so sieht das hier aus der Nähe aus. Ja, ist ja richtig dick geworden. Jetzt kommt noch Schmelzkäse oder so Käse drauf, ne? Geriebener Käse. Ich habe ihn natürlich geschnitten, weil ich hatte keine. Aber so, okay. Leute, ich tue noch einmal hier diesen Mais durchmischen. Jetzt mache ich mal so ein Kuchen draus. sieht so aus wie ein Kuchen, aber ist kein Kuchen. So, jetzt tue ich mal diesen Käse, ja,
Das sollte geriebener Käse sein, ich habe aber gerade keinen zu Hause. Dann habe ich ja einfach einen Käse, Schnittkäse, habe ich geschnitten, klein gemacht. Ja? Und jetzt durch die Hitze muss das schmelzen. So. So, ich denke mir, dass das alles so klappt, ja? Wunderbar. So. Dann haben wir den Käse auch hier so schön drin. Ja. Das sieht ja sehr gut aus. So Leute, so sieht das aus. So. Das ist ja fast fertig. Wir werden gleich servieren. Und ich garantiere euch, dass das wunderbar schmeckt. Ja? Und ich würde das euch gerne anbieten, geht aber nicht, leider. Okay, Leute, gut. So, Leute, ich habe das hier schon fertig, ja, sage ich mal. Und gleich werde ich das servieren, ja. Nur der Käse muss noch schmelzen und dann kann man das essen, ja. Das wunderbare... Wunderbare Kuchen, ist aber kein Kuchen. Okay, Teller habe ich schon vorbereitet. Jetzt nehmen wir mal eine Gabel. Vielleicht auch noch ein Messer dazu. Ja. Das ist hier fertig. Ich schneide mal jetzt ein Stückchen raus. Ja. So ungefähr. Ja. Und jetzt nehme ich mal hier, ja, so, das sieht wunderbar aus, ja, so, vielleicht noch etwas, so, sehr gut, so haben wir das, ja, ja, so, wunderbar. So sieht das aus. Wunderbar, der Nähe aus. Ich sag's euch, das ist ein leckeres Essen und das schmeckt ja auch. Ja? Und vor allem, das kostet ja fast gar nichts. Also die paar Kreten, also das sind ja vielleicht 2,50, wenn überhaupt. Also ist ja sehr billiges Essen. Ja? So Leute, wir sind fertig. Ne? Hier ist mein Teller, ja, mit dem Essen, ja, und ich sag's euch, das ist ein wunderbares Essen. Ich tue mal das jetzt probieren, ja. Richtig lecker. Richtig lecker Essen, sage ich euch. Also das ist Maiskrieze, sagt man ja auch, Maiskrieß, ja, mit Zwiebel, ich habe euch vorhin alles gezeigt, mit Sahne, Butter, Knobi und Brühe und Milch, ja, Pfeffer, Salz und geriebener Käse. Ich hatte aber keine geriebener Käse, ich habe ja einfach Käseaufschnitt etwas genommen und klein geschnitten. Das ist ja auf dem Heißen sowieso geschmolzen. Also ich sage euch, das ist ein wunderbares Essen. Wunderbares Essen. So, dann sage ich euch, also wir haben jetzt das hier gemacht und dann wir gucken mal nächstes Mal, was wir dann uns ausdenken. Und dann sage ich euch, bleibt mir alle gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal, ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.